Meter lang. Das heißt, Sie brauchen gerade mal 100 Umdrehungen auf Ihre Hinterachse, um vom Start bis zum Ziel zu kommen. Aber diese 300 Umdrehungen, die werden mit bis zu 10.000 PS erreicht. Die Reifen, die jetzt noch so breit und relativ flach daherkommen, die werden bei Topspeed mal und hoch. Das ist sozusagen nochmal eine Änderung der Endübersetzung, eine Art von Overdrive. Riesenfreude beim Team des Nitro-Bombers und auch bei Hohlefeld Motorsport. Die Arbeit des Teams hat sich ausgezahlt und der Fahrer hat die Einstellungen, die im Auto drin waren, sauber umsetzen können. Die Flammen waren beidseitig aus den Ausgangspunkten. Und jetzt dürfen wir Flammen gehen auf beiden Bahnen aus den hochaufragenden Ausdrucken. Sachen auf einem Bike nach 6,0.